Hallo, herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich dir gerne ein bisschen die Spiritualität nahebringen, vor allem die Spiritualität im Alltag. Klar, da gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten, damit wir uns selber ein bisschen näher kommen, damit wir bewusster werden, wacher werden. Und auch wesentlich offener für die Spiritualität. Und in den nächsten Videos, die noch folgen werden, da geht es also um Dinge wie Kochen, Aufräumen, Putzen, Arbeiten, Spazieren gehen etc. All das können wir einmal als lästige Aufgabe empfinden oder aber für uns diese Aufgabe tatsächlich nutzen. Wir müssen das ja so oder so tun. Und daher ist es auch hervorragend geeignet, auch für unsere eigene Spiritualität ein bisschen zu nutzen. Und in diesem Video heute geht es um das Kochen. Also genauer gesagt, um das achtsame Kochen als spirituelle Praxis. Und ich werde dir alle Punkte sagen, von der Vorbereitung, vom Kochen bis zum Anrichten. Und ich bitte dich, nimm dir mal einmal ganz bewusst dafür Zeit, damit du herausfindest, was dir am meisten Freude bereitet und damit auch du die größte Verbindung schaffst. Und du kannst dir auch nur einen Teil davon raussuchen und dir sagen, okay, das nehme ich mir heute vor. Denn wenn ich zum Beispiel koche, klar, dann schaffe ich das ja auch nicht immer achtsam zu sein. Aber ein-, zweimal in der Woche, da tue ich es. Und dann ja, dann freue ich mich schon immer unglaublich darauf, weil es eine unglaubliche Bereicherung ist. Also achtsames Kochen als spirituelle Praxis. Gut, also Kochen ist ja weit mehr als nur eine ganz alltägliche Aufgabe zur Zubereitung von Nahrung. Es kann eben auch eine tiefgehende spirituelle Praxis sein, die uns mit unserer inneren Essenz und der Energie des Universums verbindet. Indem wir bewusst und achtsam kochen, transformieren wir die Tätigkeit in einen Akt der Liebe, Dankbarkeit und spirituellen Hingabe. Und in vielen Kulturen wird das Zubereiten von Nahrung als heilig angesehen. Und das Einbringen von Achtsamkeit in diesen Prozess kann unser Bewusstsein für die spirituelle Dimension des Essens vertiefen. Okay, also kommen wir zur praktischen Anwendung, Vorbereitungsphase. Und da geht es ja um die geistige und die energetische Reinigung. Also eigentlich um Zentrieren und die Energie ausrichten. Also bevor du mit dem Kochen beginnst, nimm dir mal einen Moment Zeit, um dich innerlich zu zentrieren. Schließ die Augen. Atme tief ein und aus und visualisiere, wie du dich mit einer Quelle universellen Liebe und Energie verbindest. Du kannst eine kurze Meditation machen oder ein Gebet sprechen, um dich auf den Prozess des Kochens vorzubereiten. Und visualisiere, wie du positive Energie in deine Hände lenkst und in dein Herz lenkst. Okay, Reinigung der Zutaten und des Kochbereichs. Betrachte das Reinigen und das Vorbereiten der Zutaten als eine Form der energetischen Reinigung. Wasche das Gemüse, die Früchte oder das Fleisch mit Achtsamkeit. Und stell dir vor, wie du alle negativen oder stagnierenden Energien wegspülst. Und reinige auch den Kochbereich, um eine saubere und heilige Umgebung zu schaffen, in der du arbeiten wirst. Okay, die Zutaten. Die Auswahl der Zutaten ist schon ganz wichtig. Bewusste Entscheidung als spiritueller Akt. Das heißt, wähle die Zutaten mit Bedacht aus. Denke an die Energie, die jede Zutat in sich trägt. Frische biologische und regionale Lebensmittel tragen ganz oft eine wesentlich höhere Schwingung, kann man messen, und eine stärkere Verbindung zur Natur in sich. Und während du die Zutaten auswählst, kannst du einen Moment innehalten und Dankbarkeit ausdrücken für die Erde,
die diese Nahrung hervorgebracht hat. Und auch für die Menschen, die sie geerntet haben, also für die ganze Arbeit, bis es bei dir gelandet ist. Und das bewusste Einladen der Zutaten ist auch wichtig. Das heißt, bevor du beginnst, die Zutaten zu verarbeiten, nimm dir einen Moment Zeit, um ihre Energie zu würdigen. Halte sie in deinen Händen, spüre ihre Textur, rieche ihren Duft und verbinde dich mit ihrer Essenz. Lade die Zutaten bewusst in dein Gericht ein und segne sie mit positiver Absicht und mit Liebe. Okay, der Kochprozess. Jede Handlung ist eine heilige Geste. Deswegen ganz wichtig, dass wir bewusste Bewegungen ausführen. Während du die Zutaten schneidest, rührst oder würzt, konzentriere dich auf die Bewegungen deiner Hände. Sei dir bewusst, dass jede Handlung, die du ausführst, eine Form von Meditation und ein Ausdruck deiner spirituellen Energie ist. Spüre das Messer in deiner Hand, das Schneidebrett unter deinen Fingern und die Textur des Gemüses oder Obstes, das du gerade zubereitest. Und während du kochst, visualisiere, wie du positive Energie, Liebe und Heilung in das Essen einfließen lässt. Du kannst dir vorstellen, wie goldenes Licht von deinen Händen in die Nahrung strömt, sie segnet und sie mit heilender Energie auflädt. Setze eine klare Intention, dass das Essen, das du zubereitest, nicht nur den Körper nähren, sondern auch die Seele stärken soll. Und du kannst während des Kochens, wenn du magst, ein Mantra singen oder eine Affirmation wiederholen, um die spirituelle Energie zu erhöhen. Zum Beispiel könntest du bei jedem Rühren das Mantra Om Shanti, also Frieden oder Liebe und Heilung, wiederholen. Das hilft dir, fokussiert zu bleiben und die Energie des Essens zu verstärken. Und dann gibt es natürlich noch die Präsentation, das Essen als heiliges Geschenk. Das heißt, wir präsentieren das Gericht. Wenn das Essen fertig ist, präsentiere es bewusst und mit Sorgfalt. Auch die Art und Weise, wie du das Essen anrichtest, kann zu einem Akt der Hingabe werden. Deswegen richte das Essen ästhetisch an. Achte auf die Farben und die Formen und erkenne die Schönheit, die in dieser Schöpfung liegt. Und Dankbarkeit vor dem Essen ist ganz wichtig. Bevor du das Essen zu dir nimmst, nimm dir einen Moment Zeit, um Dankbarkeit auszudrücken. Bedanke dich bei den Menschen, die die Zutaten angebaut und die sie geerntet haben. Bedanke dich bei der Erde, die diese Nahrung hervorgebracht hat. Und bei dir selbst für die Liebe und Sorgfalt, die du in die Zubereitung gesteckt hast. Du kannst auch ein kurzes Gebet sprechen oder einfach still im Herzen danken. Und dann gibt es natürlich noch das Essen selber, achtsames Essen. Während du isst, sei dir bewusst, dass du nicht nur Nahrung für deinen Körper, sondern auch Nahrung für deine Seele aufnimmst. Und koste jeden Bissen. Spüre die Texturen und Aromen und achte auf die Energien, die du in das Essen gelegt hast. Sei dir bewusst, dass diese Nahrung dich nicht nur körperlich, sondern auch spirituell nährt. Also achtsames Kochen als spirituelle Praxis ist eine kraftvolle Möglichkeit, alltägliche Handlungen in heilige Rituale zu verwandeln. Durch das bewusste Einbringen von Achtsamkeit, Liebe und positiver Energie in den Kochprozess kannst du eine tiefe Verbindung zu deinem inneren Selbst, zu der Natur und zu dem Göttlichen herstellen. Diese Praxis fördert nicht nur physisches Wohlbefinden, sondern auch geistige und seelische Gesundheit. Und indem du das
Kochen als eine Form der spirituellen Hingabe betrachtest, schaffst du eine Atmosphäre der Harmonie, des Friedens und der Liebe in deinem Zuhause und in deinem Leben. Und wie gesagt, Michaela und ich, wir schaffen das auch nicht immer, klar. Wir sind nicht immer achtsam. Aber wenn wir uns solche Momente schenken, ganz bewusst schenken, wirst du merken, dass dein Leben an Lebenskraft, an Lebensfreude, auch an Lebensenergie zunimmt. Und du wirst plötzlich merken, dass gerade wenn du mit einem Partner zusammen bist, dass da plötzlich etwas entsteht. Nämlich ihr beide unternehmt ganz bewusst eine heilige, eine spirituelle Handlung. Und wenn du wenig Zeit hast und auch zum Kochen wenig Zeit hast, dann ist es aber dennoch wunderschön, das Essen zu segnen. Einfach die Hände auflegen auf das, was auf deinem Tisch ist, ganz kurz in Gedanken dankbar zu sein. Und die Hände auflegen und dieses Essen zu segnen. Und es gibt ganz viele Untersuchungen über natürlich, wie energiegeladen ist denn nun, bitteschön, das Gemüse oder die Früchte oder das Fleisch. Und man konnte, weil man kann diese kleinen Lichtschranken und die kleinen Lichtwellen sehr gut sichtbar machen, die jede Frucht, wenn sie, das ist ja auch lebendig, jede Frucht und jedes Gemüse aussendet. Das sieht man an kleinen Lichtstrahlen am Ende jeweils von diesen Nahrungsmitteln. Und da sieht man, wie lebendig, wie energiegeladen es noch ist. Und wenn ein Obst oder Gemüse schon sehr alt ist, dann hat es nur noch ganz wenig Energie. Energie ist das, was wir zu uns nehmen wollen. Wenn es nur noch Energie hat, ist es dann noch ein Lebensmittel. So. Und man hat aber festgestellt, dass wenn wir das Essen segnen, wenn wir die Hände auflegen, dass tatsächlich wir das Essen wieder zurück in ihre eigene Energie bringen können. Das heißt, die Energie des Essens nimmt wieder zu. Diese kleinen Lichtstrahlen, die energetischen Strahlen, die man messen kann, also sichtbar machen kann, kann man tatsächlich sehen, dass sie tatsächlich wieder zunehmen. Deswegen ist das Essen segnen nicht nur ein wunderschöner Akt jetzt für das Essen selber, weil es wieder energiegeladen wird, sondern auch für dich, weil du das Essen bewusster wahrnimmst und nicht nur nebenbei. Und klar, manchmal essen wir beim Fernsehen und manchmal essen wir mit Freunden zusammen und sind so im Reden, dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen. Und all das ist auch wundervoll. Auch all das ist durchaus in Ordnung. Das nennt sich Leben. Aber wollen wir in die Spiritualität kommen, wollen wir mehr davon erleben, wollen wir uns stärker und mehr verbinden, dann ist es ganz wesentlich, immer wieder, vielleicht einmal in der Woche, dieses bewusste, achtsame Kochen zu praktizieren. Und ich kann dir nur sagen, ich werde dir auch in den nächsten Videos ganz viel von den anderen alltäglichen Dingen berichten. Dieses Einführen von solchen Ritualen stärkt deine Spiritualität und stärkt das Bewusstsein für dich selber. Plötzlich beginnst du, dich wieder wahrzunehmen. Und du merkst plötzlich, wie wertvoll du bist. Klar, weil du plötzlich durch die Achtsamkeit für das Kochen, für das Zubereiten, für das Präsentieren auch Achtsamkeit dir selbst gegenüberbringst. Und wenn Michaela auf Reisen ist, dann sind wir ja dazu geneigt, wenn wir alleine sind, ach, für mich, das mache ich jetzt auch schnell. Ja, dann betrachten wir uns nicht als wertvoll genug. Und ich ganz bewusst für mich, auch wenn Michaela unterwegs ist, auch dann mindestens einmal in der Woche praktiziere ich dieses achtsame Kochen. Und für mich ist das ein wunderschöner Akt der Selbstliebe. In diesem Sinne, alles Liebe, dein Pierre.